Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Hallo? Hallo? Ist mich jetzt Erkon? Okay. So, das Schiff geht doch. Richtig ab. Warte, bis ich erst den Kompressor von der Zündung nehme. Und noch mehr. Okay. So langsam habe ich den Dreh raus. Wir sind zu hoch. Sie können uns orten. Ja, ist ja gut, Mensch. Wow. So. Glauben, dass BB-8 eine Karte in sich hat, die zu Luke Skywalker führt. Ja, der Widerstand. Ich meine, wir brauchen diese Karte unbedingt. Dann sollten wir machen, dass wir von der ersten Ordnung wegkommen. Ja, es sind ja nur noch 12 Stück, ne? Na also, vielleicht. Vielleicht sind es auch mehr, wer weiß. Sehr gut. Okay, das ist nix. Wunderbar. Okay, 4 erledigt. So, jetzt sind wir wieder zu weit hoch. Ja, ich weiß. Ist gut. Ist gut, ist gut, ja. Hoppala. Aua, aua. So. Niemals. Wenn nur kleinere Schiffe geflogen, habt ihr den Planeten verlassen. Das nenne ich fliegen. Oh, wir haben gar kein Schild mehr. Oha. So. Geht klar. Wofür? Da. Hä? So. Wir fliegen in diesen abgestürzten Sternzerstörer rein, stimmt's? Mit diesen Geschützen können wir dem Motor nichts anhaben. Wir brauchen etwas Durchschlagskräftigeres. Ein Protonentorpedo oder so. Warte mal. Diese Teils könnten mit Protonentorpedos bestückt sein. Sehr gut. So. Und rein da. Tschüssi. Oh yeah. Halbpiloten der ersten Ordnung gehören zu den besten, die es gibt. Wir müssen vorsichtig sein. Na, ich sehe schon. Okay. 4 von 5. Sehr gut. Unsere Chance. Die sind direkt vor uns. Ja, noch, noch. Da sind sie. Jetzt oder nie. Wo sind sie? So bloß noch einer. Oha. Du bist in Sicherheit. Er ist beim Widerstand. Hilf mir damit! Schnell! Na gut, mal ganz unter uns. Ich bin nicht beim Widerstand, klar? Ich versuche nur vor der ersten Ordnung zu fliehen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bring ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Booster,
eure Basis. Komm schon, BB-8, sag's ihr. Das Elenium-System? Ja, das ist es. Flieg uns so schnell hin, wie du kannst. Viel fliegen da, okay. Okay. Gar nicht so einfach ohne Co-Pilot. Mhm. Ja, wir hätten theoretisch alle fünf haben können, aber leider, oh Gott. Alter. Wird schon auf einmal angegriffen hier. So, wer ist das? Ende, seid ihr da? Ein Schiff des Widerstands wurde von der ersten Ordnung überfallen und braucht dringend Hilfe. Das ist alles Ende naher Nachricht. Keine Zeit zum Plaudern, los, retten Sie. Ja, okay. Ich habe die Radar gelandet, macht der ersten Ordnung ordentlich Dampf. Wo? Auftrag angenommen, okay. Nein, warte, jetzt. So, da oben? Chaku? Nee. Oh, dein. Sehr gut. So, wir müssen dahin. Weltraum über Coruscant. Ah, schön. Aua, Alter. Ja, ist ja gut, Mensch, explodieren hier alle vor mir hin und her. So, haben wir es geschafft? Geschafft, sehr gut. Es gibt wieder ein Rennen. Oh nein. Danke für die Hilfe. In Momenten wie diesen wird einem klar, was im Leben wirklich zählt. Nämlich in einem Namen endlich zu sagen, dass er die Klappe halten soll. Mission abgeschlossen, sehr gut. So, was ist aber das Rennen? 77, 78, okay. T-Jäger-Pilot freigeschaltet, okay. Bösewicht, naja, super. Naja gut, wird wieder nichts, schade. Ich sehe schon wieder nicht, wo ich hier... Na, wo ist es denn? Hallo? Oh mein Gott, wo... So, was war das denn bitte? Okay, noch einmal. Alter Finne, so. Go. Ich sehe schon wieder nichts. Ne, das war nicht. Oh, ich dachte, das wäre was gewesen. Doch nicht.
Ach, verdammt. Schade. Schade, schade. Okay, noch einmal und dann... Boah, Alter. Nee, sorry. So. Tut mir leid. Gerade wird da alles... technische Probleme hier. Ja, tut mir leid. Konzentration ist gerade irgendwie komplett im Eimer. Ich weiß nicht warum. Ja, gut. So. Okay, ich würde sagen, wir fliegen noch. Oder wir machen noch eine Raumschlacht. Komm, wir nehmen noch eine Raumschlacht mit. Okay, das haben wir. Zählt leider nicht als Punkt für uns. Aber gut, ja. Wo müssen wir hin? Reise nach Tuka im Illinium-System. Okay. Nee. Nee. Dahin. Nee. Hä? Okay, gut, wir reisen erstmal dahin. Komm. Egal jetzt. Ja, komm. Okay, gut. Ja gut, ich würde sagen, ich mache hier eine Aufnahmepause, weil irgendwie funktioniert ja gerade technisch mäßig nichts. Zum Glück seht ihr das gerade nicht, aber ich habe gerade sehr hier Probleme. Wie gesagt, komischerweise nimmt sich mein Controller, stellt sich vor, er wäre meine Maus und würde hier Sachen machen, die er nicht machen soll. Ja, ich muss gucken, was da los ist. Bis jetzt ging es immer relativ gut. Warum das jetzt auf einmal so rumzickt, ich weiß es nicht. Ja, ich
hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tut mir leid, dass das jetzt gerade alles ein bisschen schlecht lief. Aber in der nächsten Aufnahme wird auf jeden Fall alles besser werden. Dann werde ich auch wieder relativ fitter sein. Und ich hoffe, meine Maus macht mir dann keinen Strich durch die Rechnung. Und ja, bis dahin erstmal. Tschüss. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga. Und ja, ich entschuldige mich nochmal für die letzten Aufnahmen, beziehungsweise für die letzte Aufnahme, denn es gab, ja, wie schon erwähnt, hier und da ein paar technische Probleme. Und ich hoffe zumindest, die haben sich jetzt wieder relativ behoben. Und ja, jetzt können wir hoffentlich wieder ordentlich ins Spielgeschehen einsteigen. Wir befinden uns jetzt in Episode 7, das Erwachen der Macht, wo wir quasi die gute Rey, mit der wir gerade spielen, kennengelernt haben. Wir haben den Droiden BB-8 kennengelernt und wir haben noch den guten Finn kennengelernt, ein ehemaliger Sturmtruppler, der sich entschlossen hat, auf der guten Seite zu stehen. Und dann hatten wir noch den guten Pope, den wir allerdings ja am Anfang verloren haben. Und ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal nach Dequa im Ilion-System reisen, wo sich die Rebellen quasi aufhalten, denn wir sind ja immer noch auf der Suche, beziehungsweise wir haben Pläne, wo wir quasi den guten Skywalker, Luke Skywalker finden, denn er hat sich von allen quasi abgeschottet. Und wir müssen ihn finden, weil er sozusagen ja unsere letzte Hoffnung ist, könnte man so, ne, erwähnen. Und ja, wir befinden uns jetzt auf einem Planeten, wo wir quasi ganz am Anfang gewesen sind, da ich, ja, wie gesagt, durch die technischen Probleme habe ich gedacht, okay, wir landen einfach mal auf einem spontanen Planeten. Und hier können wir ja erstmal kurz, ja, Dinge einsammeln, ne? Und wir sehen gerade, wir können hier mit den Jedis können wir das Ding frei machen, was wir allerdings jetzt nicht machen wollen. Denn wir werden jetzt. Wir können hier erstmal mit der guten. Aua. Mit der guten Rey. Können wir zumindest gucken, ob wir hier oben irgendwie an das rankommen. Mal gucken. Hallo. Genau, hier müssen wir nämlich hin. So. Einmal Netzwerfer bitte. Wunderbar. Denk. Nein, danke. Okay. Genau, denn sie hat die Fähigkeit, dass wir jetzt zum Beispiel gleiten können oder Schmetterblaster machen können, Dinge zerstören können, die wir vorher nicht zerstören konnten. Sehr schön. Dachgleiter. Okay. Okay, das geht nur mit der Macht. Meine Tante spricht von nichts anderem als vom Sehen und Anbauen von Pflanzen. Nur ein Narr würde das hier versuchen. Aber vielleicht tut ihr ja jemand den Gefallen und schreibt dabei sogar Geschichte. Ja, vielleicht Samensuche. Okay. Ach, guck mal, hier ist das Energieding, was wir brauchen. Können wir damit fliegen? Nee, können wir nicht. Okay. Autsch. So. Sehr gut. Dorfplünderung. Ja, komm. Weißt du, fremdes Dorf, man kennt es nicht, aber einfach mal plündern. Das Beste, was man machen kann in so einer Situation. Sehr schön. So, was haben wir hier? Feuer? Oh ja, Feuer. Und was ist das? Ah, okay. Genau, wie gesagt, Sturmtruppler. Ne, das war der falsche. Wie gesagt, Sturmtruppler haben wir jetzt hier zum Beispiel. Wir müssen die erste Ordnung aufhalten. Genau, das ist der gute Finn. Ohne Helm. So. So was habe ich schon mal gesehen. Das ist schön. Sandige Fracht. Die von Widerstand werden Augen machen. Genau. So. Oh, was haben wir hier? Ich habe keine Zeit für Scherze mit einem Fremdling. Ich habe eine große Menge Tuanulbeeren gegessen und warte sehnsüchtig auf die Folgen. Aha. Willst du dich übergeben oder was, Junge?
was dieser Planet braucht? Ein wenig Farbe, die nicht gelb, braun und gelbbraun ist. Findet ihr nicht auch? Ein paar mehr Pflanzen würden schon reichen. Ich habe von einem Planeten namens Naboo gehört, auf dem es eine üppige, wunderschöne Flora gibt. Vielleicht würde hier etwas von dort wachsen. Ich reise nicht gerne. Könntet ihr mir vielleicht ein paar Samen mitbringen? Natürlich. Oh, wunderbar. Ich glaube, das Gungan-Volk von Naboo weiß mehr über die Natur dort. Warum beginnt ihr nicht in Gunga City und hört euch an, was sie empfehlen können? Okay. Samensuche. Auftrag angenommen. Jawohl. Ja, komm. Ne? Wir haben Zeit. Wir haben genug Zeit. Da können wir auch erstmal ein paar Samen suchen. Und erstmal zurückreisen ins gute alte Naboo-Gebiet. So was habe ich noch nie gesehen. Könnt ihr mir helfen, das Ding wieder zusammenzubauen? Ihr seht so aus, als würdet ihr euch mit Antennen auskennen. Mhm. Könnt... Ja gut, komm, weißt du. So. Dies wird ein denkwürdiger Tag. Ja, das wird es. Okay, das war das falsche Teil. So, jetzt aber. So. Bitte schön, jetzt mal. Ah ne, fehlt noch, okay. Der letzte Schliff. Wunderbar. Ich glaube, das war's, oder? Achso, wir haben eins von drei. Okay. Zwei. Also ich behaupte jetzt zumindest, dass das richtig ist. Gut aus. Versuchen wir es mal. Zentrale, schickt Vorräte. Over. Nun heißt es warten. Seht euch das an. Es funktioniert. Danke für eure Hilfe, mein Freund. Ja, ja, nicht so... Oh mein Gott. Alles okay? Oh. Antennenärger. Kylo Rens Kommando Shuttle. Lala. Ich glaube, der ist. Ja, der schläft nur. Der schläft nur. Dem geht's gut. Alles. So, sorry. Sorry, ich bin Sif. Ich darf das. Eine Erschütterung der Macht. Das kann ich nutzen. Oh, cool. So, also zertrümmern. Ich dachte, ich muss jetzt mit meinem Schwert irgendwie da drin rumpieksen. Okay. Nein. Ja, daran erinnerst du dich von... Hallo? Okay, warte. Okay. Ne, Moment. Hä? Wie ich dachte. Darf ich mal sehen? Ist das Ding im Weg oder was? So, zack. Wunderbar. Einfach wie ein Berserker durchschießen, überall rumballern und schon klappt das Ding.
habe ich mir schnell. Okay, schnell. Danke. Raider schreit rum. Was ist los, Raider? Was ist denn das? Ein Wassertank? Moment. Was? Wie kann der Tank leer sein? Das Wasser wurde doch wieder angestellt. Moment. Was? Es sind diese defekten Rohre. Da bekäme ich ja im guazanischen Ödland mehr Wasser, so schnell wie diese Dinger kaputt gehen. Ohne Wasser zum Trinken habe ich leider nicht die Kraft, die Rohre wieder aufzubauen. Welch grausame Ironie. Ach hey, hab dich nicht so. Das kriegt man hin. Irgendwie. Okay. Doch nicht? Doch. Hier. Nein. So. So, nein, was? Okay, das ist falsch. Warte mal. So. So, ich behaupte einfach mal, dass das richtig ist. Aber wo sind die anderen? Das ist ungewöhnlich. Ich habe keine Ahnung, wie ein solcher Gegenstand dort oben hingelangen könnte. Vielleicht hat jemand versucht, ihn zu verstecken. Aha, dankeschön. Was? Oh, cool. An diesem Himmel, über diesem Planeten, wurde das Imperium schließlich besiegt. Wir dachten, das wäre das Ende der tyrannischen Herrschaft über die Galaxis gewesen. Aber das Böse und die Tyrannei haben viele Gesichter. Zum Beispiel Derek mit seinem kostbaren Wanderteppich. Die sind nun mal zum Drüberlaufen da, Derek. Brüll mich nicht jedes Mal an, wenn ich ihn mit meinen Füßen berühre. Wow, die hat Probleme. Aber ja, sie hat recht, ne? Sie hat schon recht. Aber wie kann ich das jetzt hier? Das konnte ich bewegen. Aber wo sind die anderen Teile? Ach da. Das wird nicht lange dauern. Ja, nö. Da sagst du was. Warte mal, blau. Hier, blau. So. So. Wunderbar. Also hier vermute ich immer noch, dass es das sein könnte, aber wir müssen halt abwarten, was wir noch an Teilen finden. Wobei, ist eigentlich richtig, ne? Rot zu rot. Fehlt uns halt nur noch Geld. Die heiße Suppe. Und wie kommen wir da hoch? Ah, okay. Nein. Doch. Jetzt. Jawohl.